Dreimal dürfen Sie raten, was das jetzt ist. Ja, wir sind im Boomte. So viel kann ich schon mal verraten. Und das ist ein Auftrag. Ja, es könnte ein Kleber sein. So viel kann ich schon mal sagen. Aber was es genau ist, das werden wir gleich mal erfahren. Denn, ja, ich kann die Katze aus dem Sack lassen. Wir sind bei Variomobil und hier ist der André. Ich grüße dich, André. Hallo. Ja, geht's dir gut? Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist neues Jahr 2021. Ihr baut zwischen 15 und 20 Fahrzeuge im Jahr. Alles made in Germany, alles Handarbeit. Ja, richtig, genau. Hier fertigen wir jetzt gerade eine Seitenwand von einem 10 Meter Perfekt. Kleber wird aufgetragen im Rollverfahren. Jetzt gleich im Anschluss wird das GFK aufgelegt. Und dann sehen wir hier an der Stelle, wie die Presse runterfährt und Vakuum aufgetragen wird oder angebracht wird. So, du kümmerst dich zum Beispiel auch, dass natürlich diese Stellen optimal geplant werden, dass die Leute immer Arbeit haben. Das ist ja auch ganz wichtig, oder? Genau, ja. Ich bin für die Schnittstellen zuständig. Kommunikation mit den Mitarbeitern, Auftragslage etc. pp. Ja. Ja, du bist gelernter Handwerker. Ja, genau. Ich bin gelernter Möbeltischler, habe aber als Geselle nicht gefertigt oder gearbeitet, bin dann halt wieder zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht, bin dann halt in der Zulieferindustrie gelandet und ja, jetzt seit fast 2 Jahren, wie gesagt, hier. Dein Alter? Ja, 43. 43? Ja, genau. Ja, sehr schön. Der perfekte Schwiegersohn, ja. Solche Leute zu finden, ist gar nicht so einfach. Grüß dich, Heiko. Hallo, Sven. Gar nicht so einfach, so gute Leute zu finden, oder? Das stimmt. Da sind wir immer sehr bemüht, gute Leute zu finden. In diesem Fall hat es glücklicherweise geklappt. Da sind wir sehr zufrieden. Und ist nicht ganz einfach, das stimmt. Das ist so, wir gehen jetzt nicht ganz chronologisch vor. Das ist jetzt die erste Station, die wir zumindest mal filmen. Im Film später wird es ein bisschen anders laufen, ja. Wir drehen heute im neuen Jahr 2021. Ihr könntet auch 40 Fahrzeuge bauen. Mittlerweile die Nachfrage ist ja auch bei euch explodiert, oder? Ja, die Nachfrage ist ganz gut. Ich sag mal, diesen Standard, diese Qualität, diese Individualität, die wir fertigen, nachher mit einer wesentlich größeren Stückzahl zu fahren, ist eigentlich nicht möglich. Und das ist ein No-Go für uns, nachher auf Kosten der Qualität zu sagen, okay, wir machen halt wie viel Prozent mehr. Ja gut, du hättest auch die Möglichkeit, die gleiche Fabrik nochmal zu bauen nebenan und die Leute nochmal zu finden. Und da sind wir beim Punkt, wir müssen die Leute finden, wir müssen die Facharbeiter finden, die damit umgehen können und das ist nicht ganz so einfach. Ja. Ja, das schöne Arbeitszeiten bei euch, wie sind die normalerweise? Wir fertigen von 7 Uhr morgens bis um 10 vor 4. Okay, das heißt so im Prinzip handwerkslike, so ein bisschen. Richtig, genau. Die Leute sind immer früh zu Hause. Das Thema Arbeitsqualität, wir sind hier im Bereich, was ist die nächstgrößere Stadt? Osnabrück. Osnabrück. Ist das schön, hier zu leben? Auf jeden Fall. Du bist auch von hier, oder? Ich bin von hier, ja. Okay. Genau. Ich komme aus Bad Essen, ungefähr 4 Kilometer von hier gelegen. Ja. Kurort, schöner Ort, fühle mich wohl da. Ja. Ja, jetzt mal eine Frage. Mit deinen Skills, du könntest ja überall arbeiten. Ja, Automotive ist ja schwer im Kommen. Ja, richtig. Und was hat dich denn jetzt bewogen hier bei Variomobil? Die Individualität, ja. Ich komme halt hier, wie gesagt, aus der Region. Das Unternehmen ist mir schon seit Jahren bekannt gewesen. Es war immer interessant, wenn man hier mal vorbeigefahren ist. Ich interessiere mich halt für die alten Audis. Das heißt, ich bin auch immer so ein bisschen schraubaffin gewesen. Und von daher bin ich hier genau richtig. Ja, das Schöne ist nämlich, der Heiko, der interessiert sich nämlich auch für alte Schätzchen, hat er mir erzählt. Der fährt sogar nach Amerika und sucht ganz gezielt danach. Ja, also die Liebe zu den Fahrzeugen, das kann man euch unterstellen, oder? Ja, genau. Wir sind alle so ein bisschen autoaffin. Ich finde, das ist wichtig, um einfach Lust auf das Thema zu haben. Dann macht es einfach schöner, angenehmer, damit arbeiten zu müssen, zu dürfen. Ja. Und dann gehst du da ganz anders ran. Und das ist einfach wichtig. So, ich zeig's mal gerade. Da vorne sind große Rollen. Was ist da drauf? Da ist das GFK drauf. Auf den 3 Rollen hier. Auf der hinteren Rolle oder auf dem hinteren Bock sehen wir unten das Aluminium, was dann halt gleich auf den Laufboden drauf kommt. Oh, ich zeig das mal gerade. Hier unten ist GFK. GFK ist was? Was heißt das? Glasfaserkunststoff. Glasfaserkunststoff. Gibt's schon ewig, oder? Ja, auf jeden Fall. So, sehr, sehr belastbar. Man kann es auch individuell fertigen. Ihr macht das aber nicht selber, oder? Nein, ihr bezieht das. Genau, das kaufen wir ein. Das ist halt Rollenware, das ist halt Endlosware. Und dementsprechend ist das dann für uns der Vorteil, die entsprechenden Längen abzulenken. Ja, ich habe das nämlich gefilmt. Gestern haben wir einen VW-Bus gefilmt, Baujahr 1983 aus GFK. Oder ich glaube, ich war 86 und das kommt ja aus dem Schiffsbau ursprünglich, oder so ein bisschen? Ja, richtig, genau.
Hochausbesserungsfähigkeit, das ist das Besondere. Das heißt, man kann es reparieren. Ja, genau, das ist richtig. Oh, das ist Alu? Aluminium, ja. So, ich zeige das mal ganz kurz. Das ist echt Alu? 0,8 mm Wandstärke, ja, oder Materialstärke haben wir hier. Das ist, wie gesagt, die Oberlage nachher bei einem Laufboden. Okay, und das, was ist das? Das ist auch ein GFK. Auch GFK. Unterschiedliche Materialstärken. Wir fertigen ja die großen Fahrzeuge bis zu 26 Tonnen. Da kommt es auf Gewicht nicht drauf an. Aber den 7,5 Tonner zum Beispiel verwenden wir eine dünnere GFK-Stärke. So, ich zeige es mal gerade. 17,3 Grad, 40%. Ist das gut? Auf jeden Fall. Perfekt, das ist gut. Perfekt für den Pressvorgang. Ja, schade, gesagt, im Sommer, ne? Im Sommer haben wir da andere Herausforderungen. Ja. Ja gut, ihr könntet ja eine riesen Klimaanlage einbauen. Aber Nachhaltigkeit, großes Thema bei euch. Ja, aber wir haben ja die Möglichkeit, morgens zu pressen. Wir können einfach im Voraus alles vorbereiten, damit wir morgens um 7 Uhr direkt den Kleber auftragen können und dann zeitnah die Presse schließen können. Heiko, komm mal kurz zu mir. Wie viele Leute arbeiten hier insgesamt bei Variomobil? Wir sind jetzt knapp 60 Leute insgesamt. Echt so viele? Ja, so viele. Das sind ungefähr 15 Leute in der Verwaltung und der Rest hier halt in der Produktion. Und ja, du siehst allein schon, wie viele Leute notwendig sind, um dann so einen Boden zu pressen, ja. Und wir gehen ja gleich nochmal durch, dann wirst du sehen, wo an welchen Stellen noch gewerkelt wird. Ja, sehr schön. Die Dauer jetzt der Pressung? Wir verpressen über Nacht. Also verpressen heißt immer unter Vakuum, ja. Pressen hört sich so nach Druck an. Druck entsteht in diesem Fall, dadurch, dass das Oberwerkzeug hier diese Oberplatte runterfährt, diese Folie. Und dann ziehen wir halt Vakuum und verpressen unter Vakuum. Okay, das heißt im Prinzip wie der Fleischer, der sein Fleisch so ein bisschen in Vakuum zieht. Ja. So, da wird das ja auch, ich sag mal, auch jetzt zusammengedrückt, das Fleisch. Also wenn man das hat, das ist ja sehr, sehr kompakt. Wenn man es aufmacht, ist es dann wieder, das ist das gleiche Verfahren. Ja, gut. So ähnlich vielleicht, ja. Also wir sprechen, ja, das kennt ja jeder. Wir sprechen hier nicht von Sous-Vide-Garn oder sowas nachher, sondern hier geht es um den Pressvorgang einer Wand, eines Bodens. Und wie gesagt, du siehst jetzt hier ja eben diesen Auftrag des Klebers. Je nachdem, was es für ein Teil ist, ob es eine Seitenwand ist, die dann eben beidseitig GFK hat, also innen, außen GFK hat, oder eben hier beim Boden, der kriegt jetzt als Deckschicht nachher Aluminium. Warum Aluminium? Weil wir hier in dem Boden die Fußbodenheizung einfräsen und die Aluminium nachher einfach besser die Wärme leitet. Dieser Boden, den wir jetzt hier sehen, das ist halt der zweite obere Boden, der im Innenraum ist. Also das ist kein unterer Boden, der irgendwie mit außen was zu tun hat, sondern rein der obere Laufboden nachher. Unter dem Doppelboden, über dem Doppelboden. Über dem Doppelboden, der zweite Boden, genau. Okay, verstanden. Ja, hier vorne stehen ja so ein bisschen die Fahrzeuge. Das schauen wir uns gleich auch mal an. Ihr habt eine ganz große Lackierhalle, gell? Ja, genau. Da passen Fahrzeuge bis zu 12 Meter Länge rein. So, jetzt warten wir mal kurz, dann geht die Presse runter, da will ich mit dabei sein. Ist sie denn noch dicht oder wird das Vakuum laufend nachgezogen? Das Vakuum steht permanent an, ja. Okay, das heißt, da ist wahrscheinlich eine Drucküberwachung, die guckt nach, ist genug Druck drauf. Und den Druck können wir dann über einen Bypass einstellen, dass halt permanent die geforderte Vakuumleistung ansteht. Du hast Frau und Kinder? Ja, auf jeden Fall. Zwei Kinder, zwei Mädchen. Echt? 3 Jahre und 5 Jahre. Vorname von denen? Maja und Ida. Und deine Frau heißt wie mit Vornamen? Claudia. Claudia. Hey, dein Mann, was hat die denn gesagt, die Claudia, als du gesagt hast, ich fange an bei Variomobil? Was hat die gesagt? Kenne ich gar nicht. Doch, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin ja aus der Region, Unternehmen ist bekannt. Auf jeden Fall interessant für die Familie. Ich bin mal vor ein paar Wochen mit meinem Papa auch einmal durch die Produktion gegangen. Wir müssen einmal an die Seite gehen. Und ja, da kann man schon staunen. Wenn man halt von außen hier reinkommt, ist doch schon eine Nummer für sich, ja. Okay, das heißt, deine Frau, die hat dir nicht die Freundschaft gekündigt? Nein, auf gar keinen Fall. So, bis gleich. Wir fahren gleich runter. Schön ist auch, ihr nutzt natürlich alles aus. Jeder Platz wird ausgenutzt. Sorry, ich habe dich nicht verstanden. Jeder Platz wird ausgenutzt hier. Der Platz. Ja, klar. Wir pressen verschiedene Sachen jetzt in einem Arbeitsgang. Das heißt, wir können dann morgen früh eben die fertigen Komponenten runternehmen. Das ist dann teilweise ein Staufachmaterial oder zwischen den Tanks eine Wand, die man als Stellwand da reinstellt. Weiß ich nicht genau, wofür sie das jetzt gebrauchen. So, Thema Leichtbau. Ich meine, ihr habt Fahrzeuggestelle, die natürlich sehr schwer sind, aber es geht auch darum, je leichter so ein Fahrzeug ist, desto mehr Betriebsstoffe kann ich mitnehmen und der Spritverbrauch. Mittlerweile phänomenal, der neue Actros, du hast es mitbekommen, 17 Liter bei 17 Tonnen und so weiter. Das ist Wahnsinn. Nur die Herausforderung haben wir. Zum Beispiel hinter uns steht jetzt ein 7,5 Tonner.
7,5. Richtig, genau. Das heißt jetzt für uns ist das ein Leichtbau. Und da müssen wir natürlich auf jedes Grenzchen achten. Ein MNTGL. Auf 7,5 Tonnen. Genau, das ist ein 8,8 Tonner, der dann abgelastet wird auf 7,5 Tonnen. Okay. Wir nehmen halt immer die größeren Fahrgestelle, um einfach Reserven zu haben. Und wie gesagt, der wird nachher auf 8,8 Tonnen bestellt und auf 7,49 Tonnen zugelassen. Das ist ein Perfect 800, also 8 Meter Länge ungefähr. Und ja, das ist dann eben so die einzige Geschichte, wo bei uns jetzt Leichtbau extrem getrieben wird. Bei so einem 18 Tonner haben wir nicht unbedingt den Anspruch, oder bei 26 Tonnen jetzt zu sagen, hier müssen wir unbedingt Leichtbau anwenden. Hier ist es definitiv so, weil ja, damit bei diesen 7,5 Tonnen einfach noch eine ausreichende Zuladung bleibt. Okay, bis gleich. Seid dabei. Die Presse, die ja keine Presse ist, fährt runter. Bis gleich. Tschüss. Heiko, es ist soweit, richtig? Ja, was ist soweit? Die Hochzeit. Hochzeit. Zwischen Boden und Decke. Ja, also jetzt fährt das Oberwerkzeug gleich runter. Die legen jetzt die Ecken zu. Das heißt, mit diesem Füllmaterial legen die es an den Seitenwänden dran. Warum? Damit die Presse nachher, die Folie, die runterfährt, Vakuum zieht, nicht die Ecken rundzieht von der Platte, sondern die Ecken von diesem Füllmaterial rundzieht. Darum werden hier Eckstücke reingelegt. Und das bereiten die jetzt vor und dann fährt jetzt gleich das Oberwerkzeug runter. Wir hören jetzt schon, es wird schon Vakuum gezogen. Jetzt kommt das Oberteil runter, ja. Toll. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon für alles Lehrgeld bezahlt, oder? Ja, das kann man so sagen. Also das ist auch eine Eigenbaupresse, die über Jahre immer wieder verfeinert wurde, geändert wurde. Und also das Schöne ist halt, dass man individuell auf sämtliche Größen, Längen, Höhen eingehen kann, ja. Und ich sag mal, wir bauen ja auch gewerbliche Fahrzeuge, Sattelauflieger als mobile Bank zum Beispiel, die sind dann eben über 12 Meter. Ach, das macht ihr auch. Das machen wir auch. Wir können hier bis 16 Meter Länge pressen. Von daher ist das Schöne, dass wir da auf nichts achten müssen oder hinter irgendwelche Wände großartig transportieren müssen über irgendwelche Straßen mit LKWs, sondern wir haben das hier alles vor Ort. Die können ordentlich abbinden und dann weiterverarbeitet werden. Ja, ich habe gehört, jetzt in der heutigen Zeit werden Wohnmobile verwendet als mobile Impfzentren. Hast du davon gehört? Ja, auch wir hatten die Anfrage, ob da was möglich wäre oder wie schnell wir auch, ich sag mal, Spezialfahrzeuge fertigen könnten. Aber ich sag mal, so ganz so schnell können wir noch nicht agieren und ja, können da leider nichts zur Verfügung stellen. So, das war das eben, wo ich gesagt habe, beim Fleischer, wenn das Stück eingefleischt wird, jetzt sieht man, es zieht sich ganz nah ran. Und jetzt, wie hoch ist der Druck ungefähr, der jetzt da ausgeübt wird? Ich weiß jetzt nicht genau. 0,6 Bar haben wir. Nochmal? 0,6 Bar. Also gar nicht so viel. Ausreichend. Aber ausreichend auf der ganzen Fläche. Richtig, genau. Und regelmäßig, das ist das Schöne. Genau, das verteilt sich homogen, von daher völlig ausreichend. Ja, wer kam denn auf die Idee? Also das wird ja schon ewig so gemacht, schon seit im Prinzip 30 Jahren, dass wir hier diese Wände selber pressen. Das Thema ist halt, dass wir eine spezielle Anforderung an das GFK haben. GFK ist ja nicht gleich GFK, da kommt es auf den Glasfaseranteil an, auf Gilcode-Oberfläche beim Dach-GFK und so weiter. Und ja, außerdem die Isolierung innen drin hat auch noch spezielle Anforderungen. Und ja, wir glauben, dass wir ein solches Material so nicht irgendwie käuflich erwerben können als fertige Platte. Darum machen wir sie selber. Okay, das Dach würde hier auch so gefertigt werden? Auch das Dach wird hier so gefertigt. Ist etwas anders zusammengestellt, als was wir jetzt hier gesehen haben. Aber im Prinzip wird es hier auch gepresst, ja. So, jetzt Frage Dichtigkeit. Du bist seit 2 Jahren da. Die sind dicht, die Dächer bei euch? Ja, sind sie. Auf jeden Fall. Zu 100%. Ja, klar. Ich meine, ich war zuletzt im Unternehmen, die sagten, naja, wo Menschen sind, da kann auch mal was schief gehen. Ihr habt doch Kontrollen bei der Dichtigkeit? Ja, wir machen hier einen finalen Endcheck. Der wird auch unter anderem mit einem Gartenschlauch ganz normal auf dem Waschplatz bei uns durchgezogen. Und dann werden natürlich irgendwelche Leckagen auffallen, wenn dann Leckagen vorhanden sind. Ja, das Schöne ist, wir haben bis jetzt keine gefunden. Ihr nehmt normales Regenwasser, um das auszuprobieren? Wir nehmen Regenwasser, ja, richtig. Genau. Das hat nämlich eine Besonderheit. Regenwasser ist sehr weich.
und kommt in alle Ritzen, in alle Ecken. Das ist anders wie Leitungswasser. Das heißt, der Regen ist viel gemeiner, oder? Mit Leitungswasser helfen wir noch nach. Gerade der Slide-Out, der wird halt auch von der Seite auch noch nass gespritzt, um zu gucken, ob wir halt da an der Stelle auch eine Dichtigkeit haben. Ja, toll. Ja, prima, dass wir das mal sehen können. Name von der Abteilung, wie heißt die Halle hier? Das ist hier der Kabinenbau. Okay. Das heißt, die Fahrgestelle, wenn sie dann vorbereitet sind, aus der Schlosserei kommen, hierher und werden dann eben hier weiterverarbeitet. Und du siehst hier im Hintergrund dort den Rohbau eines Perfect 800. Das ist eben jetzt der nächste Step, wo man sagt, okay, hier ist der Boden schon aufgelegt, die Seitenwände sind drauf, das Dach ist installiert und eben gestern wurde hier die Front verklebt. Das ist halt eine ganz andere Bauweise als bei den Serienherstellern. Ja? Wir bauen erst ein Monocoque, eine Leerkabine, die dann eben komplett lackiert wird, wie wir es sehen in der Lackiererei oder gesehen haben. Und das sind so die Steps, die wir hier... So, ihr baut die Möbel anschließend in... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Andersrum ist es ja so, die Möbel werden aufgebaut, dann kommen die Seitenwände ran. Genau, unsere Kabine ist selbsttragend. Also diese Leerkabine könnte so auf die Straße, so wie sie ist. Wir brauchen den Möbelbau nicht, um unsere Kabine zu halten. Das ist eben anders. Das ist auch der Vorteil, dass ich sagen kann, nach 20 Jahren, ich reiß mal innen drin alles raus und mache eben mal komplett alles neu. Die Kabine steht. Und das ist einfach ein Qualitätsunterschied und eben auch ein Stabilitätsunterschied. Wir wollen verwindungssteif bauen und ja, das ist da einfach gegeben. Okay, Vorteil ist auch noch, dass natürlich die Möbel nicht so rappeln, weil ich sag mal, die nicht Teil der Stabilität sind. Ja, genau. Man bindet die Möbel nicht unbedingt mit ein. Wenn die Druck kriegen, könnten die quietschen, arbeiten wollen, genau. Und das versuchen wir weitestgehend zu vermeiden. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Und ja, ist eine ganz andere Bauweise. Ja gut, du hast mir erzählt, ihr macht so Bankenfahrzeuge, die zum Beispiel als mobile Schalter verwendet werden. Gut, das nimmt jetzt natürlich ab, Thema Homebanking und Co., aber es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, solche Fahrzeuge einzusetzen, ja. Ihr kriegt laufend Anfragen, oder? Kann man gar nicht sagen, dass das abnimmt. Warum? Weil, echt? Ja, du musst dir vorstellen, dass die ganzen Bankfilialen geschlossen werden, weil die nicht mehr frequentiert werden. Ach so. Ja? Und ich sag mal, mit so einer mobilen Bank kannst du mehrere Bankfilialen abarbeiten und sagen, dienstags stehe ich an der Filiale, Donnerstag stehe ich an der Filiale und kann mit einer mobilen Bank, weiß ich nicht, fünf Filialen verarbeiten. Ja, genau. Und da ergibt sich auch schon der Nutzen dieser Bank oder das Profil, was wie so ein Fahrzeug genutzt wird. Das heißt, die werden wirklich jeden Tag eingesetzt und sind wirklich 8 Stunden jeden Tag frequentiert. Nutzfahrzeuge. Wie ein Nutzfahrzeug. Und ich sag mal, dementsprechend robust muss ein solches Fahrzeug sein. Okay, das heißt, ihr baut die Wohnmobile wie die anderen Nutzfahrzeuge, die absolut, ihr baut? Absolut, absolut. Kein Unterschied? Das ist gleiche Bauweise. Durch diese Erfahrung bei den gewerblichen Autos, die wir jährlich sammeln, kann man einfach sagen, okay, das funktioniert. Und diese Nutzfahrzeuge oder diese gewerblichen Fahrzeuge sind nicht nur für 5 Jahre gedacht, sondern eben für 20 Jahre. Boah, ist das schön. Also normalerweise ist es so, ich habe bei den Serienherstellern gesprochen, Leerkabinen kosten genauso viel wie ausgebaute Kabinen, haben die mir gesagt, weil nämlich ein Taktplatz weg ist. Das ist bei euch aber kein Problem. Das heißt, der Kunde könnte sagen, ich will auch nur eine Leerkabine oder habt ihr das selten? Also rein theoretisch ja. Wir machen das nicht mehr. Wir haben das früher mal gemacht. Ich sage das mal so, weil wir dann nicht mehr wissen, wie der Innenausbau stattfindet. Ach so, das heißt, wir wollen nicht, dass ein Variomobil auf die Straße kommt, wo wir nachher sagen, was haben wir da für einen Innenausbau? Ja, hier sieht man sehr schön den Aufbau. Das, was dann hier geklebt wurde, wenn ich sag mal, man das jetzt mal von der Seite sieht, das kann sich sehen lassen, oder? Ja, genau. Da sehen wir ganz klar den Aufbau von dem Laufboden. Unten das 3 mm dicke GFK, dann halt den PU-Kern, das Holz und die Aluminiumschicht. Okay. Auf der Aluminiumschicht wird dann unter anderem eine Fliese aufgebracht, es werden Vinylfliesen aufgetragen, Teppichboden verlegt, je nach Kundenwunsch. So, komm mal rein, denn das Starke ist natürlich, man kann unglaublich viel machen hier und ihr habt hier sogar schon angezeichnet, wo später die Möbel reinkommen. Ja, richtig, genau. Das rot schraffierte ist sozusagen nachher der Vinylbodenbelag und alles, was nicht schraffiert ist, ist nachher Möbelbau.
ja, Riesenherausforderung, 7,5 Tonnen. Die habt ihr euch hier gestellt. Nichts, also es kommt nicht häufig vor, aber Leute sagen, hey, ich hätte ihn gerne auf 7,5 Tonnen. Was könnte ein Grund sein? Der Führerschein? Was heißt, kommt nicht häufig vor? Also wir bauen schon regelmäßig auch 7,5 Tonner. Es gibt halt Kunden, die sagen, wir haben A, den Führerschein nicht, und B, wollen wir einen, nicht unbedingt einen 10 Meter haben, sondern einen 8 Meter, und der reicht uns als 7,5 Tonner. Und diese Kunden wollen wir natürlich auch bedienen mit einem hochwertigen Fahrzeug, aber eben nur bis 7,5 Tonnen. Stark, das sieht aus wie im Flugzeugbau hier, überall Nieten. Nieten, die perfekte Verbindung. Ja, wobei du die Nieten im Prinzip ausbohren kannst, denn dieser Winkel ist verklebt. Ja? Ach so, der hält auch so. Ja, ja, die Nieten sind im Prinzip nur da, um den Winkel zu halten. Um den Winkel so lange zu halten, bis der Kleber ausgehärtet ist. Rein theoretisch könntest du jetzt ausbohren. Ja, aber rein theoretisch. Aber man sieht hier die Barversion, gell? Genau, das ist auch wieder eine klassische Barversion. Machen wir sehr häufig. Wir bauen natürlich auch alle anderen Versionen, Couch, eben speziell nach Kundenwunsch. So, jetzt stelle ich dir mal die Frage aller Fragen. Er wird es nicht wissen, er ist erst seit 2 Jahren hier. Wer kam denn auf den Namen Barversion? War das ein Barbesitzer oder? Ganz ehrlich, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß niemand. Egal, wem ich die Frage stelle, ob das denn eine Barversion, aber du weißt, was eine Barversion ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist aber keine, da denkt man irgendwie an so Rotlicht, irgendwie Whisky-Cola oder sowas, ja. Aber nee, Barversion heißt, ich habe 3 Plätze normalerweise, die praktisch vollwertig sind, wie ein Fahrersitz, habe ich nochmal hinten und habe hier den Tisch, oder? Ja, genau, so ist es. Also du hast Fahrer-Beifahrersitz und eben den dritten Sitz. Und zwischen Beifahrersitz und dritten Sitz hast du den Tisch. Das nennt sich eben Barversion. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Name herkommt, aber der ist absolut geläufig. Die Barversion. So, hier wäre dann wahrscheinlich dann die Couch oder Couch in Küche? Genau, hier meistens ist es ja so, dass nach dem Fahrersitz die Couch anschließt, danach kommt die Küche und da ist eben in diesem Bereich hier die Fußbodenheizung ausgespart, weil wir natürlich die... Die brauchen wir da nicht. Ja, die können wir auch nicht gebrauchen, weil wir natürlich die Möbel mit dem Boden verbinden wollen. Ja, und dann geht es hier hinten weiter durch das Bad und eben hier zum Heckbett. Er kriegt jetzt hier ein Querbett, genau, von 2 Seiten begehbar. Kundenwunsch. Habe ich selber gehabt, ist nicht schlecht. Kann man aber wählen, wie man will. Aber ist natürlich bei der Länge hier, 8 Meter, was hat er? Ja, der ist genau 8 Meter. Das war Auflage vom Kunden, er sollte nicht länger sein. Macht manchmal Sinn, also Italien und so, 8 Meter, San Remo hat 8 Meter Grenze, weißt du das? 8 Meter, ich zeig dir das Schild. Ja, ist richtig. Es gibt auch manchmal die Situation, dass ein Kunde sagt, Mensch, ich möchte den zu Hause, weiß ich nicht, auf dem Hof stellen und mit 8 Meter komme ich klar, mit 8,20 Meter nicht mehr, weil dann das Tor nicht mehr aufgeht oder irgendwas. Geht, und, also er kann das sagen. Ja, klar. Und wenn das 7,90 Meter wären, dann würden wir 7,90 Meter bauen. Also das ist kein Problem. Mein Gott, hier hat irgendjemand ganz viele Kabel liegen lassen. Die hätten wir auch wegräumen können, oder? Die räumen wir noch weg, in dem Sinne, dass wir die verbauen. Aber nee, die sind, das sind die Kabel, die schon verlegt sind, gell? Die sind schon verlegt, na klar, die werden irgendwann angeschlossen. Aber das sind noch lange nicht alle. Also das sind die man im Vorfeld verlegt. So, ich zeig mal gerade eine Kleinigkeit. Das war eben das Styropor, was wir gesehen haben beim Pressen. Das ist jetzt hier zum Beispiel verbaut. Das heißt, ich habe eine perfekte Isolierung. Ja, richtig, genau. In dem Fall jetzt 25 mm Isolierung. Aber wie schon vorhin von Heiko angesprochen, wird halt die Isolierung für viele Zwecke dann eingesetzt. Ob das jetzt ein Staukastenboden, Staukastenwand ist oder halt in dem Fall jetzt ein Bettboden. Ist das krass. Also das mal zu sehen, ganz anders. Das heißt, keine Stationen, keine Takte in dem Sinne. 15 bis 20 Fahrzeuge im Jahr, da sind die Industriefahrzeuge, Bankfahrzeuge mit drin? Ja, genau. Also der Anteil der gewerblichen Fahrzeuge ist wesentlich geringer als der Wohnmobilanteil. Und das ist auch manchmal so, aber auf jeden Fall ist der Anteil geringer. Aber wo du gerade schön nach hinten gefilmt hast. Ja. Warte mal kurz, ich zeige mal ein kleines Detail, dann gehen wir nochmal nach hinten. Ja. Da ist so eine Ausfräsung. Genau, das sind jetzt die Anschlüsse, die du siehst für die Fußbodenheizung. Das heißt, wir haben ja den Aufbau vom Boden haben wir ja vorhin gesehen. Ja? Und bevor diese Deckschicht hier drauf kommt, dieses Aluminium hier drauf kommt, wird ein Rohr hier eingepresst, eben die Fußbodenheizung. Okay.
Das heißt, da läuft das warme Wasser durch und am Ende kommt nachher diese Deckschicht, dieses Alu hier drauf und schließt den Boden wieder, die Ausfräsung wieder. Und wir haben hier eine optimale Wärmeverteilung. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, du hast schöne Schuhe an, wenn du mal gerade so mal drauf trittst, so ein bisschen. Genau, das muss so klingen, oder? Ja, das muss so klingen und hört sich stabil an und ist eben, ja, durch den Aufbau, den wir haben, trittfest für lange Zeit. Genau, du wolltest noch was sagen, hinten. Ja, genau. Schau dir einfach mal hinten oben den Bereich hier an. Warum ist das dort eingeschnitten? Ja. Sag's mir. Wir haben ja hier die Rückwand, die nachher übergeht oben ins Dach. Wir wollen aber hier einen Knick haben aus optischen Gründen. Ja. Das heißt, diese Rückwand wird innen eingeschnitten, aber nur bis zum Außen-GFK. Das Außen-GFK wird nicht durchgeschnitten. Okay. Und durch diese Schnitte, durch diese Keile, haben wir dann die Chance, diesen Radius da reinzubringen, ohne dass die Außenhaut verletzt und unterbrochen wird. Das heißt, außen ist der absolut GFK durchgängig und somit absolut dicht. Okay, verstanden. Das heißt, sehr aufwendig. So würde man es denn wahrscheinlich auch bauen, wenn ich jetzt Schreiner bin. Und ich sag mal, ich baue jetzt mal einen runden Tisch. Das ist gar nicht so einfach, wenn ich den aus verschiedenen Materialien baue. Da muss ich genauso arbeiten. Da baue ich ganz viele kleine Stücke, füge die dann zusammen, presse die zusammen, schleife die ab und so weiter. Also echte Handarbeit. Das sind die Herausforderungen an einen Handwerker, richtig. Ja, Mensch, ist ganz anders. Also es ist wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass es so ist. Die Frage ist immer Angebot und Nachfrage, Heiko. Du bist ja auch im Vertrieb tätig. Der ganze Aufwand, der steht später auch auf der Preisliste drauf. Und wenn die Leute das sehen, ich meine, du bist ja öfter mal in Amerika, hast mir erzählt, suchst da gebrauchte Oldtimer und so. Und die bauen ja in Amerika Stückzahlen, da wird es schwindelig, ja, was die Wohnmobile, die bauen ja ganz anders. Die Amerikaner sind ganz fasziniert von den Videos, die wir zeigen, weil diese Werke öffnen sich ja auch, zeigen, wie da gebaut wird. Ganz anderes Thema. Absolut anderes Thema, andere Mentalität, muss man sagen. Darf man das sagen, darf man das nicht sagen? Ich glaube, es ist so, also im letzten Jahr waren wir auf der Messe gewesen in den USA und haben uns Reisemobile angeschaut. Das ist teilweise schon gruselig, was man da sieht. Ich sag mal, das fängt mit einer Schraube in einer ganz normalen Wand an, die den unteren Anschlag für ein Hubbett bildet. Das heißt, du ziehst das Hubbett dreimal runter auf diese Schraube, also weg, die da so rausguckt, die dann immer weiter runterkippt und beim vierten Mal ist die weg. Das kann ich jetzt so durchziehen. Das ist wirklich, wirklich gruselig. Das sind große Autos und man meint, man kriegt viel Auto von den Abmaßen her. Qualitativ kommt das nicht an den europäischen Standard dran. Okay, prima. So, wir gehen mal kurz raus. Also diese Halle hier steht jetzt ein Fahrzeug drin. Wenn ihr sagt, ihr baut 15 bis 20, kann man sagen, also rund, ich sag mal, zwei Fahrzeuge im Monat gehen hier raus? Ja, ungefähr. Also das kommt auch immer darauf an, wie viel 8 Meter Fahrzeuge sind im Bau, wie viel 12 Meter Fahrzeuge sind im Bau, was ist dazwischen? Sind es große Fahrzeuge, kleine Fahrzeuge, die viel gebaut werden? Das ist eben sehr unterschiedlich. So, jetzt habe ich mal eine kleine Frage an dich. Es gibt ja viele Leute, professionelle Leute, die machen 4x4 Reisemobile. So, und die lachen ja über die weiße Ware. Die sagen so, ach, weiße Ware 4x4, die fahren viermal über eine Schotterpiste, dann fällt der Möbelbau aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist bei euch nicht so. Das heißt also, ihr baut eigentlich so wie diese, ich sag mal, Offroad-Branche, praktisch erst die Kabine, dann kommen die Möbel rein. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht umfallen, wenn es mal etwas stärker belastet wird. Das stimmt, also von der Kabine her ist das genauso. Der einzige Unterschied ist eben das Fahrgestell unten. Also wenn wir so eine Kabine auf dem 4x4 bauen würden, dann noch mit einer Dreipunktspinne, also das ist so eine spezielle Lagerung der Kabine auf dem Chassis, dann könnte so ein Fahrzeug als Offroad-Fahrzeug durchgehen, absolut. Also wir haben auch durchaus Vergleiche in dem Bereich, wo Kunden mit unseren Fahrzeugen die Panamerika fahren oder so etwas. Im Vergleich dann zu Serienfahrzeugen und da hört man dann schon mal, naja, da ist der Hängeschrank runtergefallen und bei unserem Fahrzeug war gar nichts. Es geht ja darum, wenn die Leute, die das machen, diese Videos jetzt sehen, wie hier gebaut wird, ihr braucht euch da nicht zu verstecken vor diesen 4x4 Herstellern, ich sag mal, die jetzt auch auf der Messe waren, die das gemacht haben. Gut, natürlich ganz anderer Ansatz. Die Fahrzeuge hier sind für normale Straßen oder mal für etwas schlechtere. Mit Luftfahrwerk geht das ja, kann ich nochmal anheben. Ist das Luftfahrwerk oft eingebaut bei euch? Ja, Luftfederung haben wir bei den kleinen Fahrzeugen auf der Hinterachse immer.
bei den großen Fahrzeugen ab 12 Tonnen Vollluftfederung. Das haben wir auf jeden Fall. Nein, aber ansonsten ist das von dem Aufbau her sehr ähnlich der Offroad-Fahrzeuge, sehr stabil. Es gibt natürlich noch andere Anforderungen an Offroad-Tauglichkeit, die wir hier so nicht haben müssen. Ja? Aber ansonsten ist das schon sehr ähnlich.